Shelf Control. Shelf Control ist diesmal mit einem ganz tollen Buch, das zwei Frauen geschrieben haben, Frauke Fischer und die Hilke Oberhansberg. Oberhansberg ist Ökonomin und Frauke Fischer ist Biologin, Wissenschaftlerin, Biodiversitätsexpertin. Und die haben dieses tolle Buch geschrieben, erschienen im Ökon Verlag, das sehr schön Biodiversität erklärt. Wie wir wissen, Biodiversität und Klimawandel gehen Hand in Hand und eigentlich ist das eine Problem größer als das andere und auch viel gefährlicher. Und warum das so ist, könnt ihr bei uns in Folge 1 hören. Oder eben auch in der Glossarfolge haben wir das auch sehr schön erklärt an einigen Stellen. Dieses Buch macht das aber noch besser. Erstmal, weil das eben Fachexperten sind, die da eben sehr tief und auch schon lange in diesem sehr tiefen Feld dann eben auch arbeiten und gleichzeitig etwas geschafft haben, was selten ist, finde ich so. Sie schaffen nämlich einerseits eine sehr hohe fachliche Güte zu verbinden mit einem Sprachstil, der es eingängig macht, wo man gut reinkommt und das gut versteht und was aber auch gleichzeitig nicht gloomy-doomy ist, sondern wo man auch merkt, so, ah, okay, nee, macht Sinn und jetzt verstehe ich es besser. Das ist so ein bisschen so wie so ein bisschen Sendung mit der Maus, nur als Buch. Also jetzt nicht, um das zu verniedlichen oder abzuwerten, sondern ganz im Gegenteil, dieses Gefühl, was man hat, ich habe jetzt was gelernt. So irgendwie, ich bin jetzt reicher als zuvor. Ich verstehe die Sachen besser. Ich bin draußen und sehe jetzt auch die Welt auch ein bisschen anders und so weiter. Das ist ein schönes Gefühl. Es kommt jetzt bald auch ein Folgebuch. Da geht's, das ist ja irgendwas mit Wahl oder so. Ich habe den Titel wieder vergessen. Aber wir können Sie bald selbst fragen, warum, sage ich am Ende. Also ist ein tolles Buch. Schaut es euch an. Empfehlt es weiter. Verschenkt es. Das ist großartig.